30 Jahre Anti-Doping-Einsatz und jetzt, auf den Frühling nächstes Jahr, treten Sie zurück. 2 Jahre vor der offiziellen Pensionierung treten Sie zurück. Bei einem Leichtathlet würde man sagen, es stellt ihn voll auf der Zielgerade. Mögen Sie nicht mehr bis ins Ziel? Das ist nicht ein Sprint, sondern mehr ein Marathon, den wir gemacht haben. Wenn man 30 Jahre dabei ist, ist es ein Marathon. Und das ist jetzt ein bisschen mehr als der Marathon. Aber trotzdem, auf der Zielgerade die Schuhe abziehen, ist nicht so gut, auch im Marathon nicht. Oder? Ja, wer sagt Zielgerade? Wer sagt nicht das erreicht, was wir wollen haben? Also, ja. Das hat ja nichts mit dem Pensionierungsalter zu tun, was man erreicht, sondern es hat damit zu tun, kann man irgendwie die Organisation gut übergeben? Kann man den Nachfolger sagen, wir haben etwas, was er hat? Oder muss man noch 2 Jahre weitermachen? Klar, ich habe ein bisschen früher aufgehört, aus Gründen, weil es gewisse auch ein bisschen Ermüdungserscheinung, vor allem mit diesen Russensachen, das ist nicht unbedingt das, was mir am meisten gefallen hat. Die Russensache? Genau. Das ist jetzt nicht die, die Mr. Trump tragen nagelt, sondern es ist eine andere Russensache. was ist dort passiert? Also wir wissen eigentlich schon länger, dass in Russland doppelt wird. Und wir wissen schon länger, dass das vertauscht ist worden. Wir haben nicht gewusst, in welchem Umfang es war. Und wir wissen jetzt, dass nach Vancouver 2010, wo die Russen eigentlich im Medaillenspiegel 11 geworden sind, hat Herr Putin oder der Sportminister gesagt, das darf nicht so sein in Sochi 4 Jahre später, sondern wir müssen die Besten sein. Von der Infrastruktur her, vom Aufbau her, sind wir alles hergeklotzt und aber von der sportlichen Leistung her. Und wir haben dann den Laborleiter in Moskau, der Herr Dr. Otschenko, gebeten, das System auszuarbeiten. Und das ist jetzt vor 2 Jahren aufgelogen. Und was natürlich sehr schwierig ist, ist, dass man es nicht zugegeben hat. Sobald man hat zugegeben, man kann sagen, jetzt haben wir einen neuen Start. Aber bis jetzt ist es schwierig, das zuzugeben, wenn man zuerst so ein staatliches Doping-System aufbaut und nachher muss man es zugeben. Das kann man gar nicht zugeben, oder? Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, es waren ein paar Untergebene, die das gemacht haben und die ein bisschen opfern, ein bisschen der Sportminister, der damalige ein bisschen opfern. Und dann aus dem herauskommen und sagen, ja, wir übernehmen Verantwortung, wir bauen alles neu auf, mit der Zusammenarbeit, wir sind voll transparent, können jederzeit reinkommen, wir können nicht hergehen testen. Man muss eine Visa haben, wir haben verbotene Städte, wo die Athleten eingeschlossen sind, wo man nicht reinkommt ohne Voranmeldung. Und das ist natürlich nicht... Die Russen haben ja auch eine Anti-Doping-Agentur, die RUSADA. Aber die ist als nicht compliant erklärt worden, weil sie ist impliziert in dem Ganzen. Man muss sich vorstellen, eine Person allein kann das nicht machen. Also das war der Laborleiter im Labor. Der hat die Proben bekommen, hat erste Messungen gemacht. Und das ist das, was er sagt jetzt. Er ist ja geflüchtet, er ist jetzt unter Zeugenschutz beim FBI in Amerika. Hat die Proben bekommen, hat die erste Analyse gemacht. Wenn sie positiv waren, hat man sie im Sportministerium geschickt. Die hat gesagt, safe, also negativ gegeben. Ja. Und dann haben wir die negativ gegeben, wir haben einfach eine andere Daten. Also negativ heisst kein Doping gefunden? Kein Doping gefunden, wenn man gesagt nein, den kann man lackieren, den kann man lackieren. Und das System ist bis zur Perfektion gemacht worden, das war ein Mastermind dahinter. Das ist enorm, vor allem dann in Sochi, wo alle internationalen Experten dabei waren, das war sehr, sehr gut organisiert, wo eigentlich auch die internationalen Experten nicht drauf gekommen sind. Und warum hat das ihnen so auf den Geist gegeben? Also warum hat das eigentlich ihnen den Nucki rausgehauen, diese Geschichte? Ja, wir probieren hier in der Schweiz etwas aufzubauen gegenüber unseren Athleten und Athleten sagen, es rentiert nicht zu stoppen. Wir haben eine Athletenumfrage gegeben. Die Athleten sagen sehr hoch Zustimmung, wenn wir in der Schweiz stoppen, ist die Chance, verwirrt zu werden, ist hoch. Also es ist ein Abschreckungseffekt da. Wir probieren ein gutes Präventionssystem aufzubauen. Wir sind Partner der Athleten. Und wenn man dann sieht, dass in anderen Ländern subventioniert oder staatlich doppelt wird, dann muss man sagen, ja, unsere Athletinnen und Athleten treten eigentlich an. Sie sind in Sochi darauf antreten. Wenn jetzt nichts passiert, treten sie die gleichen, die sie verdacht haben, jetzt in Pyeongchang im Februar an. Und das ist natürlich nicht eine gute Situation. Ich habe gefunden, ich möchte eigentlich dort etwas Besseres machen. Wir haben aber unsere Methoden und unser System nicht können weltweit exportieren. Jetzt, es gibt ja Leute, die sagen, es wird sehr, sehr viel mehr getoppt und das, was in Russland passiert ist, ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Es hat ja auch eine Umfrage gegeben in der Leichtathletik-WM 2011 in Südkorea, wo die Athleten, bestimmte, also eine grosse Anzahl Athleten anonym befragt worden sind und 40% haben gesagt, sie hätten
schon verbotene Substanzen genommen. Und wenn man in den Statistiken anschaut, wie viele Dopingproben sind positiv, das sind so um die 2%. 1-2%, genau. Also, und stabil über die Jahre. Mhm, ist genau so. Also es wird 40%, sagen sie, gedopt und sie finden nur 2. Ja, da muss man natürlich schon sehr vorsichtig sein. Das sind Methoden, statistische Methoden, indirekte Befragungen, die teilweise umstritten sind, die teilweise ein sehr hohes Unsicherheitspotenzial ist. Also, es sind Mittel auf der Dopingliste, die man auch normal einnehmen darf. Entzündungshemmer, Glucocorticoid, die aber auf der Dopingliste sind. Und wenn man die nicht im Wettkampf einnimmt, ist es erlaubt. Also wenn jetzt ein Athlet fragt, hast du Doping genommen? Wenn er das einschließt, hat er es vielleicht dann genommen, wenn es erlaubt war. Also es ist, ich denke nicht, dass es 40% sind. Aber ich denke, in gewissen Sportarten werden wir deutlich über 10% haben. Welche? Also, Radsport ist sehr stark versorgt, es war mehr als 10%. Und dann hat der Radsport nach dem Lance Armstrong-Skandal aufräumen. Sie haben dann die Dopingbekämpfung ausgelagert, die unabhängige Stiftung. Die hat sich sehr stark entwickelt. Man hat dort sehr viel gemacht. Da sind wir wahrscheinlich zurückgekommen. Aber Radsport war versucht. Wo ja, ist heute am meisten drin? Also wenn man reine Zahlen anschaut, war es Leichtathletik. Immer auch noch Radsport. Wenn man es aber vergleicht zur Sportart, ist ganz klar Gewicht haben. Mhm. Also Gewicht haben, die Anzahl Leute mit Anzahl positiv im Verhältnis, ist das sehr viel mehr. Mhm. Und darum haben sie jetzt auch dort reagiert. Der internationale Gewichtheberverband ist ja teilweise gesperrt worden aus internationalen Wettkämpfen. Oder sie haben einen Landesverband gesperrt. Und dort hat man eingeschritten. Aber dort haben wir immer noch sehr starke Jemand, der bei dieser Studie dabei war, ist der deutsche Dopingforscher, der Pericles Simon. Oder? Und der Pericles Simon ist nicht einfach ein Küngelizüchter, er ist einer der bekanntesten Dopingforscher. Und er war noch viel frustrierter über das, was nachher mit seiner Studie passiert ist. Die Anti-Doping-Agentur WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, der Leichtathletik-Weltverband, haben sich gesträubt gegen die Publikation von dieser Studie. Und nach einem langen juristischen Hickhack konnten Teile aus dieser Studie in einem Fachmagazin publiziert werden. Und das hat am Pericles Simon abgelöscht. Er hat aufgehört mit Dopingforschung und sagt, wer in diesem System mit... Also ich muss es erst schauen. Mhm. Es ist verwerflich, wenn man da noch mitmacht. Mhm. Also dem hat es wirklich völlig abgelöscht. Und er sagt, jeder, der drin ist, ist eigentlich mitschuldig, weil er nicht sagt, was Sache ist. Ja, man hat natürlich gesehen, die Studie ist 2011 gemacht worden. Und 2011 wissen wir, haben wir dann noch den Senior-Präsident vom Internationalen Leichtathletikverband, der Lamin Tiak. Und der hat sich bestechen, dass er positive Proben verschwinden lassen. Also Doping war dort eigentlich gang und gäbe gewesen. Wenn man frühestens wurde, hätte man $500'000 zahlen oder $200'000. Und ist dann einfach weiss gewaschen worden. Oder? Aber das wissen Sie jetzt alle? Also haben Sie das damals schon gewusst? Nein, aber nichts gesagt, oder? Nein, es ist... ja, schön wär's. Das Problem ist einfach, ich bin jetzt Anti-Doping Schweiz seit 10 Jahren, Direktor von Doping. Vorher habe ich beim Bundesamt für Sport in Prävention gearbeitet. Das Problem ist, die Athleten kommen nicht zu uns. Irgendwie ist Angst, das Gefühl, wenn sie uns etwas mitteilen, weil wir selber auch Kontrollen machen, sie sind eher im Nachteil. Und interessanterweise, die Whistleblower, die sind jetzt alle zu den Journalisten gegangen. Und das ist für mich etwas, ein Wahnsinnszeichen, eigentlich ein bisschen gegen uns. Aber für das, dass man eine gute Gewaltentraining braucht. Man kann nicht nur uns haben, sondern es braucht einfach jemanden, der nebendran steht. Und das ist ein guter Journalismus, ein kritischer Journalismus. Leute, die zum Beispiel Korruption im IOC aufgedeckt haben. Mhm. Leute wie der Heijo Seppelt, der die ganze Doping-Machenschaft der Leichtathletik in Russland aufgedeckt hat. Und so, je mehr Sättige gibt, umso mehr kommen die Leute zu ihnen. Und das ist spannend. Das ist jetzt ein bisschen komisch, an den Journalisten die Kontrollfunktion zu übertragen. Nein, das ist nicht eine Kontrollfunktion. Das wäre wie, wenn ein Gericht würde abschaffen und sagen, die Journalisten decken es schon auf. Nein, das ist nicht Gericht. Mhm. Gericht machen ein Verfahren. Mhm. Der Journalist hat die Möglichkeit, Fakten zu sammeln. Er kann auch nicht richten. Er ist mit diesen Fakten zur Weltantidopingagentur und die hat dann nach langem die Untersuchungskommission eingesetzt und die hat es dann herausgebracht. Mhm. Also es ist schon nicht der Weg, dass der Journalist selber dann alles aufgedeckt hat, sondern er hat gewisse Hintergrund gehabt. Aber dann die Aufarbeitung, die investigativen Sachen, ist dann schon von den
Anti-Doping-Bekämpfung herkommen. Aber es braucht so jemanden, wo die Leute Vertrauen hat, außerhalb des Systems, wo die Athleten hergehen können. Und wir befürworten das. Gut, die Journalisten geniessen sonst nicht so ein höchstes Vertrauen, wenn ich so Branchenumfragen in meinem Bereich lese. Aber es freut mich, dass doch immerhin die Dopper Vertrauen zu den Journalisten haben. Nicht so alt. Also, jetzt nochmal zurück zu, Sie haben gesagt, oder der alte Präsident, Sie haben gesagt, der Radsport war versucht. Das ist jetzt alles passé, das klingt so ein bisschen, als wär's nicht mehr. Aber eigentlich wissen wir doch seit immer, dass er getoppt wird. Die DDR hat schon das Staatsdoping gehabt, oder? All die DDR-Weltrekorde, die heute noch bestehen zum Teil, die sind mit massivem Staatsdoping gemacht worden. Fast jeder Olympiasieger über 100 Meter in den letzten, weißt du wie viele Jahre, fast jeder außer dem Usain Bolt ist aufgeflogen, irgendwann später, dass er getoppt hatte. Also wir wissen es doch. Mhm. Jetzt tun sie so, Nein, ich sage nicht, es gibt keine mehr. Ich sage einfach, die grossen Exzesse sind vorbei. Ja. Also dann zumal im Radsport, wo man das Erythropoetin nachweisen kann, das ist jeder bis an der Grenze geladen gewesen. Zum Beispiel im Pantani-Mister oder im Rominger-Mister 60% gesagt, weil 60% haben Autokriten gehabt. Wenn man das für normale Bürger hat, würde man ins Spital eingeliefert. Was? Sie haben dem Mister 60% gesagt und haben nicht eingegriffen? Das war dann die Situation. Und seit dem Doping-Skandal Tour de France 1998 hat es viel neben abgelöst. Er hat gesagt, der Sport kann das nicht mehr selber regeln. Und man hat dann die Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet. Mhm. Zusammenarbeit, Staat und Sport hat das gegründet. Das war eigentlich ein sehr guter Schritt. Und dann haben wir die ersten Regeln gemacht, unabhängige Regeln, die wir müssen verfolgen müssen. Wir hatten dann noch bessere Labor, man hatte bessere Kontrollabläufe, mehr standardisiert. Und wir hatten dann auch angefangen, die Blutprofil und Steroidprofil einführen, wo man langfristig schauen konnte, ob jemand doppelt oder nicht. Und man hat dort die sogenannte Wehrenbauzeit geführt, der Athlet muss sagen, wo er ist. Also je höher oben ist, muss er mehr Detail abgeben. Ich will das nicht mehr machen. Mhm. Dann müsste ich jetzt sagen, ich sei heute Abend hier im Amt, also in der Stadtbibliothek Winterthur. Man hat schon bessere Instrumente. Das Problem aber ist einfach, Die Whereabouts sind ja auch umzugehen, oder? Ich sage, ich bin in Kasachstan, irgendwo hinter dem Ural und trainiere dort und da kommt nie ein Dopingfahnder an, oder? Ja, aber vielleicht mit der neuen Methode, die wir jetzt entwickelt haben, kommen wir vielleicht darauf, da ist es vielleicht möglich. Mhm. Aber wenn natürlich jemand immer zu einer kritischen Zeit weggeht. Wir haben Schweizer Athletinnen und Athleten, die das gemacht haben. Ja. Plötzlich, das sage ich jetzt natürlich nicht. wo man dann sieht, wer baut sie einfach in Tunesien irgendwo in einem Dorf, wo nichts drum ist, dann muss man einfach sagen, ja, dann schaut man die Leute ein bisschen genauer an. Mhm. Und dann hat man dann die Person... Warum dürfen Sie das nicht sagen, wer das war? Also einer ist verurteilt worden, das ist der Herr Scholli. Der war ein Leichtathlet, Mittelstreckenläufer, den wir mit dem Blutprofil überführt. Und der ist eben in Tunesien gegangen. Und dann haben wir nachher hergeschaut und hat die Daten gesammelt. Ist aber natürlich ein indirekter Beweis. Und das ist sehr teuer, sehr aufwendig. Das kann ich natürlich nicht mit allen Athleten machen. Aber wir haben natürlich bei uns ein System, wenn wir die Blutdaten bekommen, anschauen, dann haben wir sogenannte Flagged Athletes. Das sind Athleten, die wir nachher anschauen. Dann haben wir einmal im Monat das Athlete of Interest, wie man so schön sagt, Meeting, wo unsere Abteilungen zusammenkommen und sagen, müssen wir das weiter anschauen. Wir haben schon die Instrumente dazu. Mhm. Aber ich denke, in der Schweiz ist das Top-Niveau tiefer, weil wir eben so ein gutes System haben. Weil wir auch zeigen können, dass man ohne Doping weiterkommt. Wenn ich jetzt sehe, Aria Colonia von Sochi ist so manchmal durch uns getestet worden, dass er reklamiert hat. Aber wenn man jetzt sieht, also Widersacher, der Leckhoff, der jetzt für lebenslänglich gesperrt ist wegen Doping, im Dario würde das nicht passieren. Weil wir haben Daten, wir können zeigen, das ist gut gemacht, das ist sauber. Und also gut gemachtes Doping, oder? Nein, gut gemachte Training. Ja. Und das ist unser Ziel eigentlich. Ich will nicht unbedingt möglichst viel überführen, sondern möglichst viel verhindern. Mit guter Prävention, dass man nicht, dass man das Richtige nimmt oder eben nicht das Falsche. Sie haben nämlich gesagt, Sie sind die Rückversicherung von den Athleten. Ja, genau. Wie meinen Sie das genau? Der Sport tut ja etwa 10 Milliarden Franken pro Jahr Umsatz machen in der Schweiz. Wir haben vom Bund 2,7 Millionen, vom Swiss Olympic 1,9 Millionen. Das ist nichts eigentlich, wenn man es vergleicht. Und trotzdem, wenn wir nicht da wären, wäre Sport versucht wird, weil in der Schweiz grosse Skandale auffliegen würden, dann würden sehr viele Sponsoren sich zurückziehen. Wir haben das gesehen nach dem Tour de France-Skandal. Junge sind nicht mehr gesponsert worden. GP Hotel, wo eigentlich das Nachwuchsrennen, die haben nicht mehr lokale Sponsoren gefunden. Und das sind die, die dann leiden.
Und das möchte ich verhindern. Jetzt ist ja die Frage, was ist Doping, oder? Im 2016 ist eine Substanz, wo, jetzt muss ich erst nachschauen, Meldonium heisst die, ist neu auf die Dopingliste gesetzt worden. Und was passiert? Die überführten Fälle schnellen um 25% auf. Also es hat 1000 Topper mehr gegeben, einfach weil man die Substanz neu auf die Liste genommen hat. Und Sharapova ist eine, wahrscheinlich die berühmteste Meldonium-Dopperin gewesen. Das heisst einfach, man lädt das rein, was noch nicht auf der Liste ist. Also man geht immer ans Limit, auch mit den legalen Substanzen, bis sie dann illegal werden. Und dann, was ist denn der Unterschied zwischen jemandem, der Meldonium vor dem 01.01.16 genommen hat und jemandem, der Meldonium nach dem 01.01.16 nimmt? Man muss sagen, diese Substanzen werden nicht von Anti-Doping Schweiz auf einer Liste, sondern von der Welt-Anti-Doping-Agentur. Und die hat eine Kommission, eine Expertenkommission, die jedes Jahr prüfen, was für neue Substanzen vermehrt sind, eventuell Missbrauch da. Man hat festgestellt, dass vor allem im ehemaligen Ostblock Russland und so weiter sehr viel das Meldonium gebraucht wird, fast wie ein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist aber eigentlich ein Mittel, das rezeptpflichtig ist. Und bei Herzinfarktpatienten verwendet. Genau, das schwere Nebenwirkungen hat. Und trotzdem ist in den Sportkreisen dort einfach wie ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen worden. Und dann die Weltantidopingagentur gesagt, das geht nicht. Es ist leistungssteigend. Es ist potenziell gesundheitsschädlich. Das sind schon zwei Kriterien, das kommt auf die Liste. Hat früh genug informiert. Das ist im September, Ende September, die neue Liste. Mit 3 Monaten Zeit gehabt. Aber trotzdem haben wir sehr viele positive Fälle gehabt, weil die Weltantidopingagentur das nicht gut vorbereitet hat. Man hat immer gemeint, es wird sehr schnell abgebaut. Und dann herausgefunden, dass es lang im Körper bleibt, und zwar in den roten Blutkörpern bleibt. Und das kann man vorstellen, wenn jetzt jemand im Dezember aufhört. Aber gleich noch. Oder hat im September aufhören, weil er 3 Monate Zeit hatte. Ja, bis Ende Dezember war es erlaubt. Wenn er im Dezember aufhört und es nicht mehr braucht, nach Reglement, hat er es noch drin. Und das war dann eigentlich ein Kommunikationsgau für Wada, weil das ist erst nachher rausgekommen. Und dann sind all die vielen Fälle als negativ gegeben. Und das haben wir eigentlich herausgefunden, weil wir dann mit dem neuen Verfahren Dreiblattsbad mit dem Trockenblut gearbeitet haben. Und dort auf dem eingetrockneten Blut sieht, dass es eben im Blut drin, in den roten Blutkörper ist. Das hat niemand gewusst. Das war spannend vom Wissenschaftler. Ja, spannend vom Wissenschaftler. Aber die Aussage bleibt, man nimmt, was man kann. Genau. Und solange es nicht auf der Liste ist, nimmt man es. Aber für das haben wir eine Liste. Ja. Für das haben wir eine Liste. Und irgendwo muss ich einen Schnitt machen. Oder? Aber es heisst einfach, dopt sind alle. Nein. Die einen mit legal und die anderen mit illegal. Nein, was heisst, Doping ist, wenn man illegal nimmt. Also wenn jemand etwas legal nimmt, ist es einfach nicht Doping. Das ist einfach eine Leistungsoptimierung, kann man sagen. Man kann ja ein Erholungspulver nehmen, sagen wir nach einem grossen Wettkampf. Man kann Proteinzufuhr oder Glukosezufuhr steigern. Wenn man so argumentieren will, wie ihr jetzt gemacht habt, müssen wir das alles eigentlich auch verbieten. Und irgendwo ist der Sport immer an Grenzen. Cutting Edge mit der Technologie, mit der Trainingsmöglichkeit, mit der Ernährung. Und da muss man auf die Grenzen setzen. Und wenn kommt es auf Dopinglisten, eine Substanz? Das ist eben, wenn die internationale Expertenkommission für Welt-Anti-Doping-Agentur sagt, ja genug Hinweis, dass es entweder leistungssteigend ist, gesundheitsschädlich ist oder eben gegen Spiritus Sport verstoßt. Das sind 3 Kriterien. Zwei davon müssen erfüllt werden. Und dann wird es publiziert. Und dann kann man nicht sagen, das geht nicht, weil das gilt nicht für den Sport. Matthias Kammer, Sie sind ja auch Sie sind Chemiker ursprünglich, haben Chemie studiert, sind nachher haben ein Doping-Analyse-Labor in Magglingen geleitet, haben 3 Monate oder 4 Monate, nachdem Sie es übernommen haben, den Laden geschlossen, weil Sie gesagt haben, mit diesen knapp fast 12 Monate, aber nach drei Monaten haben Sie ein neues Konzept gehabt. Okay, also, aber genau, habe ich das verwechselt. Aber Sie haben einfach gesehen, so geht es nicht. Genau. Und Sie sind auch Forscher. Sie haben Entwicklungen gemacht und das ist der Gegenstand, den Sie uns mitgebracht haben. Zwei Sachen haben Sie erfunden. Dürfen wir das anschauen? Ja gut, ich muss vielleicht eine Vorerklärung machen. Also, als ich dort in Magglingen war, haben wir das Labor gehabt, das vom IOC akkreditiert war. Also dürfen Analysen machen. Und eine unserer Aufgaben war schon, das Doping-Kontrollmaterial zur Verfügung zu stellen. Und wir waren dann in diesem Fall, wir haben 88 angefangen, 87 war der Fall Sandra Gasser, den ich nicht gesehen habe, dass Athleten praktisch kein Recht haben. Dort einfach ein Analyselabor, etwas gemacht, das Resultat gegeben, dann ist man gesperrt worden. Man hat
keine Anhörung gehabt, man hatte keine guten Abläufe gehabt. Und ich war dort unten und hatte normale Glasfläschchen mit einem Diamant-Nümmerli drauf da. Und mit einem normalen Schloss haben wir die dann zugetan. Also jederzeit auftuebar, austauschbar. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht von einem Athlet verlangen, ich habe ja von ihm eine Karriere kaputt gemacht mit Positiva, wenn ich nicht selber auch eine höhere Qualität habe. Vom Labor her, aber auch vom Kontrollmaterial, von den Kontrolleuren. Und dort haben wir einfach schlecht gewesen. Und das sind wir, da bin ich dann im 88 das erste Mal zur Firma 3M gegangen. Und er sagte, ich muss einen besseren Verschluss haben, eine Versiegelung über die Klappe. Und dann hat die Firma 3M gesagt, nein, wir haben hier eine kleine Firma. Also wir reden jetzt von Urinfläschchen. Von Urinfläschchen in Ganterspiel, die uns so eine spezielle Sachen herstellt. Dann sind wir raufgegangen, haben es dargestellt und das ist eine Firma, die von Stoff, von Bändern herkommt. Dann hat ein bisschen Temperatur gemacht, gar nichts von Sport gehabt. Und interessant ist es dann... Zeigen Sie doch mal so ein Fläschchen. Ja, das ist eben noch nicht, das ist schon der Nachfolger. Dann haben wir dort die ersten Fläschchen aufgetan. Und das sind die ganz neuesten Fläschchen, die wir jetzt haben. Wo, ein rotes und ein blaues. Genau, es ist immer eine A-Probe. Orange ist A, B-blau ist B-Probe. Und ein Athlet muss 90 ml Urin geben. Und dann werden... Mindestens werden 60 ml ins A-Fläschchen gefüllt und 30 ml ins B-Fläschchen. Und was wir jetzt hier sehen, ist ein Hightech. Und der Urin nimmt er aus dem Kühlschrank, oder? Nein, der Urin ist bei einer Abnahme von einem Kontrolleur, der schaut zu. Also er geht mit, schaut, wie jemand bischelt. Also bei einem Mann ist es ein Mann, bei einer Frau ist es eine Frau. Und schaut genau, dass es von diesem Athlet kommt. Mhm. Wenn man das natürlich nicht macht, eben in Russland, wo man die super Urin im Kühlschrank gehabt hat und die Kontrolle bestochen waren. Nur natürlich die besten Flaschen, wenn man die falsche Urinprobe drin nimmt. Frau Stepanova, die ja den Russen-Skandal aufgetragen hat, die hat gesagt, sie hätte Urin aus einer dopingfreien Phase im Kühlschrank aufbewahrt. Das ist klar. Die Kontrolle war so schlecht zahlt, dass wir jedes Mal, als sie gegangen sind, mir 500 bis 1000 Dollar gegeben. Und dann hat man einfach entweder selber drei Bisschen oder eben einen anderen. Dann hat natürlich das beste Fläschchen nicht. Und das Fläschchen ist jetzt so, wir haben gesehen, wir müssen das Material haben, das durchsichtig ist. Der Athlet immer sieht, was drin ist. Vertrauen. Und dann muss der Verschluss gleichzeitig eine Versiegelung sein. Und was man jetzt hier sieht, ist eine Flasche mit einem Verschluss. Ich tue den mal auf. Also ich wäre jetzt ein Athlet, ich kann das auftun, kann selber schauen. Hat hier ein Deckel. In diesem Deckel ist ein Ring eingebaut, der eine Sicherung drin hat. Das ist ein roter Sicherheitsring, das nicht einfach selber zugeht, den muss man wegnehmen. Und jetzt, wenn wir die Urin abgefüllt haben, das macht alles der Athlet unter Aufsicht vom Kontrolleur, tut der Athlet den Deckel zudrehen. Jetzt, wenn ihr genau hört, hört ihr das? Und jetzt ist er so eingehängt mit verschiedenen Sicherungen, die man nicht mehr sieht. Und man kann ihn nicht mehr zurückdrehen. Und das Labor bekommt die Flasche zu. Oder? Und die muss die dann aufschneiden mit einem Spezialwerkzeug und dann kann man sie nicht mehr zusammensetzen. Und jede Flasche hat ein eigenes Nummer. Das ist einmalig. Und ich kann nur Leute, die von der Antidopingagentur kommen, die bestellen. Mhm. Ihr könnt zum Beispiel nicht hergehen zur Firma Perlinger und sagen, ich will jetzt diese Flasche, die würde euch das nicht geben. Das würde nicht gehen. Das habe ich jetzt leider nicht ausprobieren, aber es würde mich wundern. Und für mich war es immer sehr wichtig, ein Athlet hat sehr viel Recht. Mhm. Hat Recht auf einen korrekten Ablauf, Recht auf ein sicheres Material. Und wenn wir das nicht gewährleisten können, dann ist die ganze Dopingbekämpfung eigentlich für nichts. Und interessant ist, als wir das dann zuerst mal entwickelt haben, dann waren wir die Einzigen gewesen und die Welt hat gesagt, nein, sie wollen das nicht, sie haben ein anderes System. Man hat ein bisschen gelacht über den Kampf, ja, oder? Ja, genau. Und die interessante Firma hat eben dann die Innovation gehabt und Kraft gesagt, nein, wir gehen gleich weiter. Mhm. Ob es nur mit der Schweiz bestellt. Und dann haben wir herausgefunden, ein anderes System, das weltweit Bruder auftun im Mikrowellenofen. Man konnte es auftun, wieder zutun, ohne dass man es gesehen hat. Und dann ist innerhalb drei, vier Jahren ist nachher die Firma weltweit führend gewesen. Und das ist jetzt heute weltweit führende Firma, die Dopingkontrollmaterial herstellt. Auch vielleicht dank dem Anstoß von mir. Und das ist etwas, wo ich sehr stolz drauf bin. Weil das ist etwas, wo ich hands-on und kann sagen, da habe ich sicher mitgeholfen, die Qualität zu verbessern. Ja. Und ausgelöst ist eben, dass du der Fall Sandra Gasser warst, der positiv getestet worden ist. Und das schlechte Material, das wir hatten, und wir sagen, ich habe ja jemanden,
verurteilen mit Material, das jederzeit kann. Die B-Probe hat nicht mit der A-Probe übereingestimmt, aber man hat sie nicht richtig angehört vor dem Schiedsgericht. Genau. Und das ist sozusagen ein Erweckungserlebnis für Sie, dass auch die Athleten Recht brauchen. Ich habe dann kurz, wir haben dann angefangen, ich bin von Analytik hergekommen und hatte sehr hohe Qualitätsstandards bei der Analytik. Sie sehen, unsere Geräte waren veraltet. Da haben wir dann gesehen, wir sollten das verbessern. Und dann haben sie gesehen, das ist nicht gut. Und dann haben die ganzen Abläufe angeschaut. Und am Anfang hatten wir 190 Kontrolleure, die nicht gut ausgebildet waren. Heute haben wir 45 top ausgebildete Kontrolleure, 5 Profi. Aus diesem Grund. Und von dort habe ich einfach die Qualität in diesen 30 Grad haben wir sehr stark erhöhen. Jetzt gehen wir noch zu der zweiten Innovation. Sie haben ja ausnahmsweise zwei Gegenstände mitnehmen. Diese Innovation ist jetzt noch nicht weltweit verbreitet. Nein. Ja. Da haben auch wieder Sie, Spiritus Rector, das mitdenkt, als Wissenschaftler natürlich, oder? Als Chemiker. Also hier braucht man 90 ml Urin. Das muss man vorstellen, nach einem Match oder so ist okay, am Abend um 10.30 Uhr fertig, 2 Stunden warten, der Gar muss durch den Gotthard wieder zurück. Das ist nicht lustig. Und dann haben wir gesagt, ich war an einem Kongress 2011 und dort haben sie aus klinischer Chemie gezeigt, wie man aus Blutstropfen höchste Analytik macht. Und der Blutstropfen wird auf einem Karton auf einem Filterpapier eingetrocknet und heisst dann sogenannte Dried Blood Spot, also Trockenblut. Dann haben wir gesagt, wir wollen eigentlich etwas Gleiches für Dopingbekämpfung machen. Dann haben wir gleich mit der gleichen Firma ein System entwickelt. Das wird ein bisschen zeigen, dass man es sieht. Das ist so eine kleine Karte. Man sieht hier 4 Blutstropfen drauf. Das ist je 10 Mikroliter. Man nimmt das Blut aus dem Finger. Man tut das nachher auf die Karte. Die Karten werden in einem Sicherheitsbeutel eingeschickt ins Labor. Und das Labor hat dann Spezialanalysen, wo sie aus diesen wenigen 10 Mikroliter Substanz analysieren können. Und das ist ganz neu. Das ist noch nicht von der Welt-Anti-Doping-Agentur abgesegnet. Aber auch hier habe ich gedacht, man muss vorausgehen, man muss Praxis haben. Wir haben schon 230 Kontrollen. Wir werden nächstes Jahr 500 machen mit dem. Und wir haben schon positive Fälle mit denen, wo wir können gewisse Substanzen nachweisen können. Aber gilt das schon, wenn es noch nicht akkreditiert ist? Ja, weil wenn ein Labor kann zeigen kann, dass die gleiche Analytik braucht, wie zum Beispiel Urin, also für die Anabolika nachweisen, spielt das keine Rolle, ob das von einem Blutstropfen herkommt, von Blut aus der Vene oder von einem Urin oder von Speichel. Der Nachweis ist ein Nachweis. Das ist sozusagen jetzt die methodische Hinterlassenschaft, die Sie ja, man kann das natürlich nicht. Das wird aber nie, das hinterlässt sie ja, oder? Aber es wird nie die Urin ersetzen. Okay. Die Urin ist immer noch das Beste für Dopingkontrolle. Aber das kann man zum Beispiel brauchen in Ländern, wo man nicht gut reinkommt, wo man grosse Distanzen hat. Man kann denken, man hat so ein kleines Couvert, man nimmt da 20 mit, geht Kontrolle machen, geht wieder raus. Das ist viel einfacher, als mit 20 Sättig Doppel, denke ich mal. Also Russland oder Kenia. Auf Tunesien oder auf Kasachstan gehen und dort eine Probe nehmen. Jetzt, Matthias Kamper, Sie haben berühmte Namen aufflügen lassen. Ich habe Oskar Gammensinde erwähnt, ich habe Brigitte McMahon erwähnt. Wie ist das? Das waren ja Stars, oder? Die hat man kennt in der Schweiz. Brigitte McMahon, Olympia-Athletin, oder? Und jetzt müssen Sie hingehen und müssen so einen Star demontieren. Also das habe ich nicht müssen. Ich bin dann eigentlich in der Fachkommission Dopingbekämpfung. Ja, weichen Sie nicht aus. Wie ist das, wenn so ein Star hops geht wegen etwas, wo Sie mitverantwortlich sind? Also einerseits, wenn wirklich doppelt ist worden, sind dann beiden Fällen, können klar zeigen, da habe ich eigentlich kein Bedenken, da eine Strafe zu geben. Aber tut es weh, wenn man einen Star muss oben runterreissen muss? Oder ist das eiskalt, der Vollstrecker? Nein, nicht unbedingt eiskalt, aber wir haben Regeln. Und die Regeln sind falsch, also nicht angewendet worden. Die hat zum Beispiel, der Gammensi nicht wollte an die Olympischen Spiele gehen. Das war seine letzte Olympische Spiele. Er hat wahrscheinlich einen guten Platz gemacht, hat dann den Platz von einem anderen weggenommen. Und das haben wir verhindert. Also wir haben die super Athleten so geschützt. Und wie ich schon mal gesagt habe, ich bin nicht unbedingt Fan oder nicht unbedingt das Triumphgefühl, wenn ich jemanden verwünsche, sondern ein Triumphgefühl, wenn ich jemanden verhindern konnte, dass man Doping genommen hat. Zum Beispiel eine gute Aufklärung und die Leute kommen und sagen, ich brauche, das habe ich auch noch nicht, das hätten wir noch zeigen können, unser Medikament-App. Wir können heute, jedes Medikament, das in der Schweiz zugelassen ist, kann man mit einer App nachschauen, ist es Doping oder nicht.
Und wir waren das dritte Land, das das eingeführt hat. Wir haben es für die erste, die eine Medikamentendatenbank hatte, auch Hilfe der Athleten. Mhm. Und kürzlich haben wir eine Umfrage zurückbekommen, die ganz klar gesagt hat, das ist das wichtigste Instrument der Dopingbekämpfung, zu wissen, was ist Doping oder nicht. Weil die Leute wollen nicht in der Regel einfach dopen, sondern die Leute wollen, wenn sie ein Medikament nehmen, wissen, ist es auf der Dopingliste oder nicht. Was nehmen Sie, die auf dieser Liste ist? Was sind die? Ja, aber ich nehme eigentlich nichts. Im Moment gar nicht. Was haben Sie schon genommen? Also Entzündungshemmer. Sie sind ja auch Leichtathlet gewesen. Ja. Ihren Brüder mindestens ist nationale Spitze. Genau, ja. Sie sind regional auf einem guten Niveau gewesen. Also ein bisschen langsamer als die Brüder. Also, ja, aber er ist nationale Spitze gewesen, Sie sind regionale Spitze gewesen. Und da ist ja die Versuchung gross, dass man, nein, mal, gar nicht. Dass man sagt, hey, komm, schluck das. Du nimm das. Ich bin gar nicht mit dem Berührung gekommen. Ich das gar nicht gewusst. Gar nicht. Das kann ich fast nicht glauben. Mama, das ist ja, ich bin ein bisschen älter als Sie und darum in dieser Zeit hat man das noch nicht so drüber geredet. Ich habe noch nie genommen. Gut. Also, Tori, ich muss sagen, wir haben mit Schmerzmitteln schon ein bisschen experimentiert. Wenn ich einen 400 Meter Hürdenlauf laufe, bei 300, 320 Meter, da fängt es tierisch an weh zu tun. Aber Schmerzmittel, das normal ist, nützt der nichts. Das sind andere Mechanismen. Koffein. Sieben Espresso vor einem Start, oder? Als Sprinter. Mhm. Koffein ist für uns der Dopingliste. Habe ich gemacht. Ja. Also, ob es ein bisschen genutzt hat. Ja, wahrscheinlich sind die Trauer vielleicht zu nervös aus den Startlöchern, vielleicht viel mehr Fehlstart gehabt. Mhm. Das kann natürlich auch negative Sachen haben. Oder? Aber nein, ich habe eigentlich das gar nie gebraucht, weil ich habe gar nie mit Sport Lebensunterhalt verdient und bin gar nicht in die Szene hinein. Mhm. Aber die Versuchung ist schon gross, wenn man den Lebensunterhalt damit verdient. Also das muss, das kann man Sport, nicht. 2 Milliarden werden umgesetzt in der Schweiz, haben Sie gesagt. Ja. Der Druck, Doping zu nehmen, ist enorm. Das ist genau so. Und das ist das, was sehr schwierig macht. Wenn jemand mit dem Sport Lebensinhalt verdient, vielleicht nicht der älter wird, das nicht mehr kann, vielleicht noch eine Saison anhängen, weil gute Sponsoren hat, dann ist der Druck enorm gross und die Versuchung enorm gross, das zu machen. Was haben Sie als Anti-Doping-Agentur an einem Top-Athlet, der Millionen verdient, zu sagen, warum man nicht dopen soll? Er wird 2 Jahre gesperrt. Also nehmen wir ein Beispiel, Fabian Cancellara, 1,7 Millionen Jahresgehalt, kurz bevor er abgetreten ist. Was haben Sie für Argumente, ihm zu sagen, hey, Fabu, nimm nichts? Ja, wir haben das schon gesehen. Also jeder, der doppelt ist, verhüstet ist worden, sehr viele von denen haben nachher, ist fast eine Erleichterung, dass sie verhüstet wurden. Wir haben gesagt, wir sind so in einem Bereich hineingelebt, dass wir nicht mehr uns sein können. Und viele von denen sind dann rausgekommen und haben gesagt, wie sie ein Kind hatten. Ich habe gesagt, sie können nicht ihr Kind, ihren Sohn und die Tochter anschauen. Und wenn die mal sagen, wie hast du Sport gemacht, und sagen, ich habe eben doppelt. Ein gutes Beispiel ist der Tyler Hamilton, der Radrennfahrer, der positiv getestet wurde und jetzt mit der neuseeländischen Antidopingagentur ein ganz schönes Video gemacht, ein Präventionsvideo, und einfach der King sagt, was sie nicht machen sollen, was er falsch gemacht hat. Können wir mal anschauen, wir sind auf unserer Website drauf. Mhm. Es ist sehr gut und das ist überzeugend. Brigitte McMahon hat Ihnen auch angeboten, dass Sie sich jetzt für den Antidoping-Kampf einspannen lassen, dass Sie geläutert sind. Sie haben das abgelehnt. Warum? Ja, genau. Wir haben es abgelehnt, weil wir nie gewusst haben, wer es gemacht hat. Wir also haben nie wer sind genau, wer von wem? Also es ist ja ein rezeptpflichtiges Medikament, es ist Erythropoetin. Das kann man nicht einfach so in die Drogerie holen, es muss verschrieben sein oder illegal abgegeben worden sein. Und sobald wir es nicht wissen, dann können wir nicht das Vertrauensverhältnis zu dem Athleten, der Athletin aufbauen. Und wir haben natürlich unser grösstes Kapital, das Vertrauen in uns. Mhm. Und das können wir nicht verlieren. Also da können wir nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht vollständig offen sind und uns dort unterstützen. Mhm. Jetzt, ich spüre es, Ihr Herz ist schon für den Sport. Oder? Sie wollen nicht möglichst viel Doppel überführen, Sie wollen möglichst viel vor dem Doppel bewahren. Sie arbeiten mit ihnen zusammen, Sie helfen ihnen, sauber zu bleiben. Ist da nicht auch ein bisschen, ich muss jetzt vorsichtig sagen, ein bisschen Blauäugigkeit dahinter. Ja, grüne Augen. Aber ja, ja, es geht ähnlich. Ja. Aber nehmen wir den Fabian Cancellara. Wenn man da innen, wer von Ihnen, meine Damen und Herren, glaubt, dass unter den 20 schnellsten Tour de France-Fahrer, sagen wir 10. Unter den 10 schnellsten Tour de France-Fahrer, wer sagt, sind alle top?
Also ich sage das auch, und jetzt auch Tour de France. Gut, jetzt haben Sie den ganzen Lara gerettet, oder? Würde vielleicht, nein, ich raus will. Genau. Wir glauben eigentlich, es sind alle dopt. Wir wissen, Tour de France fährt man nicht auf diesem Level ohne Doping. Mhm. Nur der Fabian Cancellara ist nicht doppelt. Ist das nicht ein bisschen naiv? Nein, also man muss ganz klar unterscheiden. Ich bin überzeugt, dass wir Einzelrennen, Einzelwettkämpfe, wenn man sich gut vorbereitet, sagen wir auf ein Olympisches Spiel oder auf eine Weltmeisterschaft oder auf einen Klassiker, wenn wir Radsport bleiben, kann man sich sehr gut vorbereiten, ohne zu doppeln. Man kann die Topleistung haben. Das braucht einfach eine gewisse Selbstkontrolle. Also man muss sich sehr konzentrieren auf das Ziel und das Ziel erreichen, genau dann zu terminieren, was man will. Und das gibt gewisse Gaben, die Spitzensportler haben. Ich habe das nicht. Aber ist das plausibel? Sie sind doch Wissenschaftler. Jetzt haben wir 10 Leute, alle sind getoppt. Nur einen nicht. Ausgerechnet unseren Schweizer Fahrer. Nein, ich sage, Tour de France im Moment mit diesen Tempi kann man mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen ohne Doping. Ich sage, Einzelfahren, zum Beispiel im Radsport zu bleiben, wenn man sich gut vorbereitet. Also ein Einzelrennen, ein Zeitfahren? Einzelrennen, zum Beispiel ein Zeitfahren. Okay. Ich habe das Einzelne nicht richtig verstanden. Ja. Ein Klassiker oder so. Dann kann man sich so darauf vorbereiten, dass man ohne Doping herkommt, wenn man gut motiviert ist, gut trainiert hat, gut erholt hat. Aber die hohe Leistung nachher während 3 Wochen herzubringen, das ist sehr fraglich. Das ist ein Unterschied. Ich habe ihn vorher nicht ganz verstanden. Ja, jetzt sehe ich's. Der ganze Anti-Doping-Kampf oder der Kampf gegen das Doping hat aber so ein paar andere Fragezeichen. Oder? Also in der Anti-Doping-Agentur sind die wichtigsten Verbandsvertreter. Welt-Anti-Doping-Agentur sind die wichtigsten Verbandsvertreter. Verbandsvertreter, wenn ich mir vorstelle, lichterlich Verband Jamaika hat das grösste Interesse, dass ein Usain Bolt sicher nicht dopt ist. Also es ist so ein Miteinander von verschiedenen Interessen. Die einen haben Interesse am Doping, die anderen haben Interesse an Nicht-Doping und die einen beraten die anderen. Das geht doch nicht. Nein, das geht nicht. Und das ist das, was ich schon länger ankreide, dass man eigentlich dort nicht vorwärts macht mit dieser ganzen möglichen Interessenkonflikt. Das ist viel zu fest miteinander verhängt. Das haben wir in Russland gesehen, das sehen wir auch bei der Welt-Anti-Doping-Agentur. Und von mir aus gesehen müsste der internationale Sport Dopingbekämpfung loslassen. Die ganzen Sachen, Kontrolle, Ausnahmebewilligung, wer aber alles müsste in einer unabhängigen Agentur auf internationaler Ebene gemacht werden und mit den Nationalen zusammenarbeiten. Die internationalen Verbände sollten nur noch Prävention machen, das aber gut. Sie hat Stars, sie hat Jungen, die zulassen. Und wenn dort die Stars gut machen, ich habe ein super Beispiel gesehen vom World Rugby League, der das gemacht hat. Das ist die Aufgabe des Internationalen Verbandes. Die Welt-Anti-Doping-Agentur sollte nicht Kontrolle, Erziehung, Forschung, sondern sollte die Regeln machen und investigativ machen, um zu schauen, ob jemand die nicht einhält. Die Staaten sollten das Ganze finanziell unterstützen und das IOC selber müsste dort auch finanziell unterstützen. Da hätten wir die Interessenskonflikte nicht. Aber es geht natürlich nicht, dass ein Verbandsfunktionär aus der Türkei, der olympische Präsident der Türkei, von einem Fachverband... Ist das konkret oder das Beispiel? Ja, das ist konkret. Von einem Fachverband Präsident ist, der im IOC drin ist und dann noch im Aufsichtsorgan für Welt-Anti-Doping-Agentur ist. Das geht nicht. Ja. Und jetzt ist er noch im Aufsichtsorgan für der neuen International Testing Agency, die jetzt auf Pyeongchang einführt. Das geht nicht. Das geht nicht. Haben Sie das öffentlich auf den Tisch geklopft und gesagt? Ja. Und darum bin ich nicht so beliebt in diesen Kreisen. Ich bin nicht ein Diplomat. Und das ist etwas, was man mir manchmal sagt, oder ich sei zu direkt. Aber das ist ja so offensichtlich. Ja. Kann nicht ich habe eine super Idee. Wir hören Musik. Okay. Wir hören jetzt Musik. Okay. Was hat der Matthias Kamber ausgelesen? Unchain my heart, baby. Matthias Kamber, man hat mich nicht so gern. Und sie lesen noch das Lied aus, «Cause you don't love me no more». Ja, das ist Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Das Lied ist nicht ein Zufall. Das Lied ist nicht ein Zufall. Ich bin total... Unchain my heart. Genau. Gib mich endlich frei von dem keiben Dopingagentur, «Cause you don't love me no more».
Das ist eine gute Interpretation. So weit bin ich nicht gegangen. Ich habe es anders interpretiert. Also, für mich ist Joe Cocker einer der verrückten, also wahnsinnigen Musiker. Seine Musik, seine Einsätze, seine Bühnenauftritte sind sensationell. Er hat hier einen Absturz gehabt, ist wieder von dem weggekommen. Oder sein ganz grosses Selbstwertgefühl. Stimmt, und, Drogen hat er auch genommen. Ja, genau. Und das Lied ist eigentlich für mich typisch. Jeder von uns hat doch mal grossen Schmerz, Trauer oder Verlangen oder Liebe oder etwas gehabt und man nicht weiterkommen. Und da ist man doch einfach eingegangen. Dann haben wir gesagt, jetzt musst du doch frei, jetzt muss man frei lassen. Und das ist so ein guter Ausdruck, der sagt einfach so. Und wenn er das singt, das macht, das ist so eindrücklich. Aber es ist schon ein bisschen ihr Gefühl, jetzt frei. Im März sind sie fertig, oder? März als Direktor und Andy May vom... Set me free. Ja. Ja, also das ist, ja. Das ist manchmal... Ich frage sie später, was sie noch machen. Zuerst möchte ich noch mal aufs Doping zurückkommen. Sie haben immer gekämpft für auch ihr Budget. Sie haben ihren Kampf ernst genommen. Sie haben aber seit 2010 immer gleich viel oder gleich wenig, je nachdem, wie man es anschaut, Geld. Sie haben 4,7, 4,8 Millionen. Mhm. Und irgendwann hat man sogar noch gesagt, jetzt könnt ihr die Schwinger auch noch kontrollieren, oder? Mhm. Aber mehr Geld habt ihr nicht. Mhm. Also mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld. Ist das auch ein Punkt, wo der Mr. Anti-Doping Schweiz Matthias Kamber zermürbt hat? Ja, ganz klar. Weil seit 2010 sind die Ansprüche an uns sehr stark gestiegen. Einerseits das Bundesgesetz über Sportförderung. Wir sind jetzt auch verantwortlich für den Import von diesen Dopingmitteln zusammen mit dem Zoll. Das müssen wir bearbeiten, müssen schauen, sind Dopingmittel, sind es nicht, müssen wir vernichten. Das ist nicht entschädigt worden. Wir haben die Schwinger, die dazukommen. Das ist auch ein Budgetposten von rund 70'000 Franken. Wir würden sie seriös kontrollieren, ohne Entschädigung. Wir haben Profil eingeführt, Blutprofil. Und das ist heute State of the Art, das müssen wir so machen. Aber dort sind wir an Grenzen gekommen. Wir haben für Welt-Anti-Doping so viel mehr Auflagen, punkto Qualität, punkto Administration, sehr viel Administration, das können wir gar nicht mehr machen. Also wir jetzt gerade vor 2 Wochen haben wir einen Brief bekommen für Welt-Anti-Doping und uns ganz klar sagen, wenn ihr bis in 3 Monaten nicht 7 Punkte erfüllt, dann seid ihr nicht mehr Code Compliant. Und die 7 Punkte kann ich gar nicht erfüllen mit unserem Budget. Also werden Sie Mitte Februar ist finito Anti-Doping Schweiz. Guter Moment zum... ja, ich werde es rauszögern bis Ende Mai. Nein, Spass beiseite. Nein, das ist das Problem. Ja. Weil wir dort einfach auflagen und unsere Partner, Swiss Olympic und der Bund, sehen nicht, dass wir dort mehr braucht als ein Swiss Olympic. Der Sport sagt uns einfach, das ist gut. Gehen wir mit der Qualität zurück, weil alle anderen Länder sind nicht so gut. Und das sind natürlich mehr, die immer probieren, gute Qualität, eine gute Sicherheit zu haben. Das ist ein No-Go für mich. Also der Bund gibt wie viel von diesen 2,7 Millionen. 2,7. Davon gehen noch 5,2% wieder weg an die Mehrwertsteuer. Der Bund geht und nimmt wieder weg 5,2%. Und wie viel gibt der Bund an die Olympiakandidatur für eine Promotion? Ja, wir reden von 1 Milliarde. Wie fährt das ein? Eben. Nein, es ist schon... Ich sage immer, vielleicht sind wir so für unseren Erfolg. Weil wir es gut sind, wir haben gute Erziehungsmaßnahmen, wir haben enorm viel gemacht jetzt mit Jugendlichen. Wir haben mit Weltklasse Zürich zusammengearbeitet, Prävention. Wir haben mit verschiedenen Verbänden zusammengearbeitet, um wirklich das Doping aus dem Sport rauszubringen. Ich bewundere Ihren Optimismus. Nein, Sie haben 4,8 Millionen für eine Herkulesarbeit. Ich habe gesagt, Fabian Cancellara hat 1,5 Millionen Jahresverdienst. Der Lance Armstrong... Sharapova hat mehr als mehr im ganzen... Was die WADA jetzt können wir nicht zu einer russischen Tennisspielerin. Wir können zu einem Schweizer Tennisspieler. Der hat 65 Millionen Euro Jahresverdienst in diesem Jahr. Der könnte doch Ihnen ein Promille von seinem Jahresverdienst abgeben und Sie hätten Ihre Probleme gelöst. Wenn es der Sportler so ernst wäre... mit dem Anti-Doping-Kampf? Ja, da muss man eigentlich
überlegen. Wir haben auch so gedacht, wir möchten gerne den Sport fünf lieber machen. Wenn man mal andenkt, jeder, der Sport macht, sagt, man irgendwie geht einen Lauf machen, zahlt noch einen fünf lieber. Ich kann freiwilliger Basis am Anfang in die Doping bekämpfen. Dann haben wir gefunden, nein, wir möchten das nicht, weil im Prinzip muss eigentlich die Sportführung und der Bund muss für die Grundausstattung für uns zuständig sein. Das hat das Reglement vom IOC her, Reglement für Weltantidoping, das müsste eigentlich gewährleistet sein. Also wir sollten rund 5,5 bis 6 Millionen haben für eine Grundausstattung. Was dann darüber ist, mit Sponsoren, dann würde ich sehr gerne mit Jungen arbeiten, sie ausbilden, gute, optimale Trainingsbetreuung haben und dann gleichzeitig anfangen mit diesen Blutprofil und Steroidprofil. Dass man sieht, wenn sie jung sind, wie sich das Ganze entwickelt und wenn sie nicht gut sind und die Werte auch im Rahmen sind, kann man sagen, das ist super geschaffen worden. Mhm. Und das ist etwas für die Zukunft. Das haben wir mal gehabt. Das ist gesponsert worden von der Pharmaindustrie für 3 Jahre mit Schwimmern geschafft auf die Olympischen Spiele 2012 in London. Ist sehr gut gekommen, ist sehr gut angekommen bei den Athleten. Aber es ist nicht weitergegangen, weil niemand mehr eingestiegen ist. Jetzt brauchen Sie auf 6 Millionen müssen Sie es aufstocken. Und haben Sie denn kein Lobby im Nationalrat? Ich meine, Ruth Humbel, Ex-OL-Läuferin, könnte man doch einspannen für so etwas. Da hat nochmal 1,3 Millionen drauf. Und der Matthias Kamper hat den Battle nicht angeschmissen. Für das Jahr später. Ja, aber es ist doch keine Sache für eine Nation, also, wenn es ernst ist mit dem Dopingkampf. Und daraus leite ich ab, es ist der Schweiz gar nicht ernst. Ja, es ist allgemein in jedem Land nicht unbedingt ernst. Weil im Prinzip ist eben die Ambivalenz ist da, weil jeder noch mit jedem verknüpft ist. Einerseits tut sich Swiss Olympic damit definieren, möglichst viele Medaillen zu haben. Das ist gut, das darf man. Und andererseits tun sie ein bisschen Dopingbekämpfung rein. Und das ist dann schon wieder ein Zielkonflikt. Und wenn man das anders könnte lösen, mit anderen Fonds oder mit anderen Geldgebern, der total unabhängig ist, hat man diesen Interessenskonflikt mal nicht. Mhm. Oder wir haben mit Sponsoren geredet und die haben gesagt, ja, spannend, für unser Doping ein Problem. Wenn es überhand nimmt, im Radsport zum Beispiel, dann würden wir aussteigen, sind ein paar ausgestiegen. Aber das ist das Problem des Sports. Wir kaufen ein super Produkt ein, das wir sponsern, und wir sind nicht verantwortlich, für das super zu machen. Das ist der Sport. Und da haben Sie recht. Und der Sport selber muss dort schauen, muss Lösungen finden. Und da ist der Leidensdruck nicht da. Mhm. Vielleicht, weil wir eben in der Schweiz nie mehr grossen Fall hatten oder keinen Skandal mehr. Das Businessmodell ist es anders. Mit Dopen verdient man einfach mehr als... Das ist ja so. Mhm. Also, dann verdienen alle, das verdienen die Journalisten davon, können gut schreiben, dann verdienen die Verbände damit. Und das ist eigentlich so eine Lose-Lose. Sache, wenn wir Dopingbekämpfung machen. Aber irgendwie müssen wir das entweder sagen, wir machen Dopingbekämpfung. Oder sind wir geben es frei, aber das ist auch keine Lösung. Mhm. Weil Sport ist ja so... Über das Freigeben, wo ich nachher noch anschreibe. Ich wollte noch mal eine Zahl. Der Schweizerische Leichtathletikverband gibt Ihnen jetzt, also Anti-Doping Schweiz, 30'000 Franken pro Jahr. Wir haben es noch nicht bekommen. Okay, hat es in Aussicht gestellt. Was ich also ausgerechnet habe, das ist 0,6% von Ihrem Budget und Sie bedanken sich. Ja. Müssen Sie nicht sagen, Kopfertelli, warum ist das nicht zehnfache? Nein, ich finde, Swiss Olympic ist die Dachorganisation des Schweizer Sport. Da sind alle Sportverbände angeschlossen. Swiss Olympic gibt uns Geld. Wenn jeder einzelne Verband verhandeln mit Geld zu haben, das wäre für uns nicht gut. Das wäre ein potenzieller Zielkonflikt. Wenn jetzt von Leichtathleten Geld kommt, das ist vor allem für ein Jugendprojekt. Mhm. Das ist nicht für die normale Kontrolle, sondern für ein Jugendprojekt. Dann wäre das nicht gut. Und darum, für mich aus gesehen, sollte das eigentlich mehr von neutralen Stellen herkommen. Sagen, das Sponsorentopf oder Topf von der Regierung. Man könnte sich vorstellen, dass das Sport-Toto-Gelder wären, die nicht alles zu Swiss Olympic hat, sondern ein Teil zu uns geht. Es gibt sehr viele Modelle, die aber nicht diskutiert werden. Ich war vor 3 Wochen im Nationalrat in einer Kommission. Er hat sich alles vorgestellt. Und die Frage, die er kam, ich muss sagen, ja, nicht begriffen. Nicht begriffen. Was sind für Fragen gekommen? Also eine Frage ist gekommen, wieso man jetzt Russland-Bashing macht. Die anderen tun ja doppen. Ich sage, ja, von dort haben wir jetzt mal Fakten. Man muss die Fakten haben und einfach der konsequent durchziehen. Vor allem ein Exempel statuieren. Eine Frage war, ja, das IOC hat so einen schlechten Ruf und mit dem Doping. Es gibt noch einen schlechteren Ruf. Was hat das für einen Einfluss auf die Schweiz? Das hat mit mir nichts zu tun. Und eine Frage war, ob wir wirklich alle die Probe ins Labor in Lausanne geben, wirklich alle ausgeschäftet herkommt von einer weltlichen Vertreterin. Aber niemand, wie kann ich euch helfen? Ich sehe euch die Zahlen, ihr habt ein strukturelles finanzielles Defizit. Und die Hälfte davon war so nicht dabei, sondern sie war ausser Wandelhalle von dieser Kommission. Also ist ein bisschen
nicht sehr ergiebig gewesen. Sind Sie enttäuscht von der Politik? Ja, ich bin enttäuscht. Mhm. Ich bin enttäuscht, weil im Prinzip hat der Bund, die Schweiz, 1993 die Europaratskonvention gegen Doping unterzeichnet. Dann haben wir das erste Mal Geld bekommen, Bundesamt für Sport für Dopingprävention. Dann ist es vorwärts gegangen. 2005 hat sie die UNESCO-Konvention unterzeichnet, die ganz klar sagt, der Bund fördert die Dopingbekämpfung. Wir haben Gesetze gemacht. Das muss ich sagen, bei all diesen Konventionen sind Sie genau. am Mitschaffen gewesen. Genau. Das ist zum spannend. Teil auch Ihr Werk. Oder? Also nicht mein Werk, aber ja, wie wir es im Parlament... Experte, genau, als Experte ja, sind ja, Sie das ist so. Ja. Und das ist, eben, das ist das Schöne in den 30 Jahren. Ich war in einer so spannenden Zeit drin, wo so viel geändert hat. Sei es vom Labor her, sei es von der Materialwissenschaft her, sei es von Prävention her. Ich bin in einer Aufbruchstimmung reingekommen. Nicht so wie jetzt, wo man einfach sehr viel mehr... Administration und Bürokratie mhm. hat. Wer hätte es denn in der Politik am meisten in der Hand? Wer müsste jetzt... Also im Prinzip müsste eigentlich beide, also die Swiss Olympic müsste sagen, das Weltantidopingagentur ist ein Modell, wo 50%... Nein, Politik. Ja, aber ich meine, wo 50% vom Sport zahlt wird, 50% von der Regierung. Und das Modell sollte man in der Schweiz auch haben. Also jetzt mal, Swiss Olympic würde 0,8 Millionen aufstocken, also von 1,9 auf die 2,7, da wären wir schon sehr gut. Und die Politik müssen wir ein klares Bekenntnis haben und sagen, ich will, zum Beispiel wenn man jetzt das Olympische Spiel will, in der Schweiz, dann müssen wir auch sagen, ich will das begleiten mit einem ethisch, moralisch sauberen Sport, nicht nur im Umweltschutz, sondern wir Schweizer wollen ein Modell sein in allen Belangen. Und da wird eben Dopingbekämpfung auch dazugehören, wird auch dazugehören, mit Jugendlichen arbeiten, wo man so aufbaut, wie ich gesagt habe, die dann bei den Olympischen Spielen da sind. Aber das Gesamtkonzept, das vermisse ich. Und das haben Sie in dieser Kommission vom Nationalrat? Nein, das ist ja einfach gesagt, unsere Situation. Mhm. Ist in dem McLaren-Bericht vorgestellt mhm. wegen Russland. Und alles andere ist nicht zur Diskussion gewesen. Das hätte man vielleicht müssen sagen. Ja. Aber wir haben noch kein Olympisches Spiel in der Schweiz. Da kommt noch eine gewisse Abstimmung. Die ersten sauberen Spiele, das wäre doch ein Claim gewesen. Ja. Ja. Gut, jetzt müssen wir ein Päuschen machen. Sie haben auch ein Bild mitgebracht. Jeder bringt ja einen Gegenstand, eine Musik und ein Bild mit. Und es erinnert mich schon an Joe Cocker, oder? Set me free, jetzt geht's da. Selbstähnliches. Es ist sehr ähnlich. Ja, ja. Was bedeutet Ihnen das Bild, Matthias Kamba? Also das ist der Oktober. Am Morgen um die 6 Uhr am Südrim vom Grand Canyon in Arizona aufgenommen worden, am Matterpoint. Für mich ist Grand Canyon das eindrücklichste Naturereignis, das ich je gesehen habe. Der ist eine Meile tief und 10 Meilen breit, also 1600 Meter runter. Und von ihm zu ihm ist es 16 Kilometer. Wenn man da genau schaut, ich das mal, darf ich es zeigen auf dem Bild. Ja. Gut, können Sie es zeigen? Nein, man sieht dort den ersten Absatz. Und der Absatz dort, das ist eigentlich so ein Punkt, wo man runterlaufen kann. Der ist rund 8 km vom Rim. Und dann, wenn man noch weiter runterläuft, dort ist es dunkel. Man sieht dort rechts am Ende das Dunkel. Dort kommt der Colorado rein, wo man ganz klein noch sieht, was so spiegelt. Und er hat mit meiner Frau schon zweimal gemacht, runterlaufen und auflaufen am gleichen Tag. Sensationell. Wir laufen durch Milliarden von Gestein durch. Also die ganze Geologie ist da. Wir laufen durch Klimazonen durch. Oben nach sind wir gestartet mit Handschuhen und Kappen. Morgen um 5 Uhr unter haben wir 30 Grad dann im Mai. Sensationell. Und das ist einfach das, wenn der Herr steht und nicht die Weite spürt und kann schnaufen, das ist mir privilegiert, was man machen kann. So erholen Sie sich vor einem frustrierenden Kampf gegen das Doping? Ja, nicht nur frustrierender Kampf, wir haben sehr viel Erfolg, aber es ist einfach belastend, wenn man so das sagt. Aber das ist Erholung. Das ist eine Sache, also Reisen, Fotografieren, Sport, das ist so meine... Jetzt Ihre Frau ist ja da, sie sitzt in der ersten Reihe, sie ist auch Chemikerin, Professor... Nein, Biologin. Biologin, ja. Aber es ist eine Uniliebe. Genau. Oder? Wie oft erzählen Sie ihr vom Doping? Also wir haben natürlich gute Gespräche über ihre. Sie hat wahnsinnig spannende Projekte. Wir reden fast mehr über ihre Projekte als über meine. Weil sie ist spannender im Moment. Die ganze Sache mit Luftverschmutzung und so. Wir reden natürlich sehr stark miteinander, aber ich werde nie Namen sagen. Das ist ein No-Go, dass sie weiss, über wer sie reden. Okay.
Also ich kann jetzt nicht Insider-Tipp, euch Insider-Tipp geben, werden wir testen oder so. Das weiss ich gar nicht. Okay. Jetzt kommt die letzte Phase, eben die letzten Monate. Noch eine Frage zum Doping und dann möchte ich auf die letzte Phase zu sprechen kommen. Warum gibt man es nicht einfach frei? Ja, wenn man einfach der Spitzensport anschaut, dann müssen wir es das überlegen. Dann müssen wir sagen, es ist eine Art Zirkus. Im Zirkus wird ja auch nicht kontiert. Wenn man zum Beispiel Cirque du Soleil anschaut, das ist Wahnsinn, was die machen. Die Grenzen von Physik. Die sind gedopt? Da macht man keine Kontrolle. Das weiss man nicht. Ob die Muskeln, also ein Gewichtheber im Zirkus wird nicht kontrolliert, aber ein Gewichtheber an den Olympischen Spielen wird kontrolliert. Genau. Oder so. Und dort läuft das, das haben wir einfach Selbstverantwortung. Aber für mich ist der Sport nicht nur der Spitzensport, das ist ein kleines Teil. Wenn ich sehe, wenn ich aufgewachsen bin, ich immer gerannt, ich bin immer umeinandergesägt, immer Velo gefahren, immer Sport gemacht. Und wenn man einem Jugendlichen sagt, schau, aber wenn du mal oben bist, dann musst du die Sachen machen, die du nicht willst. Und wenn ist die Grenze? Die Kunstturnerin, die mit 15, 16 ist Weltspitze, gibt mir denen Doping mit. Ein Schütz, der 60 oder 50 ist, wofür gut ist, dann 45, darf er das nehmen. Und das würde man sehr viel in eine Diskussion hineinkommen, die man gar nicht lösen kann. Man würde andere Zielkonflikte haben, man für das Feld mit top und das Feld auch nicht top. Dann müssen wir gleich top in Bekämpfung machen. Es ist ein No-Go, weil für mich sind Spitzensportler auch eine Vorbildfunktion. Mhm. Wenn ich manchmal sehe, letzter Grund, UBS Kids geht dort mit diesen Star, wie die Kinder das genossen haben, wie die um sich, oder Fußball. Ein Trainingslager kommt der Star her, das ist enorm. Das ist so. Und wenn die Star nicht herstehen können und sagen, ich halte die Regeln dort ein, überall, dann haben wir sehr viel verloren. Hm. Der positive Eindruck vom Sport ist Ihnen nicht abhanden gekommen? Nein, sicher nicht. Ja. Für mich ist Sport, das könnte ich nicht sein ohne Sport. Und ich weiss, es sind so viele Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, die das nicht brauchen. Ich war in Diskussionen mit Jugendlichen, die dort Eltern gekommen sind und gesagt haben, Kamber löse das Problem, bevor mein Fisu da reinkommt. Oder? Mhm. Und das ist eindrücklich im Moment. Oder wenn zum Beispiel Eltern kommen und sagen, merci vielmals, die mit dieser Medikamentenberatung, dass wir nicht in einen Fall in Etappen sind. Da habe ich viel meine Ziele erreicht. Das ist für mich eine sehr grosse Belohnung. Rückblickend oder aktuell, leben Sie gefährlich? Ich meine, Stepanova musste untertauchen. Ja, oder? Genau. Sie haben vorher von dem Zeugen erzählt. Mhm. Wer auspackt im Doping-Sumpf, lebt gefährlich. Genau, das ist ja so. Das ist ja so. Ich packe nicht aus. Ich bin nicht irgendein Geheimnisträger und muss etwas mit mir herumtragen, wo ich weiss, ist nicht gut. Das sage ich, wenn etwas nicht gut ist. Mhm. Und wir leben in einer Schweiz, in einer Demokratie und in einer sicheren Welt. Und ich bin nie bedroht worden. Es hat ab und zu Beeinflussungsmöglichkeiten. Sachen gegeben, die wir probiert haben. Was waren so die Geschenke, die Sie angenommen haben? Also es waren nicht Geschenke, gewesen, weil wir haben dort ganz klare Regeln. Geschenke dürfen wir annehmen bis 200 Franken. Nur Bargeld? Nein, einfach auch. Aber gibt es die Beeinflussungsversuche? Aber nie mehr Geschenke, aber es Beeinflussung, wenn wir ein Labor geleitet haben, Macklingen, wo ein höherer Sportfunktionär, der immer noch im Sport drin ist. Wer? Zeugenschutzprogramm. Wir gesagt, aber die Probe analysierst du nicht. Und aber das haben wir nicht. Ja. Sind schon Freundschaften zerbrochen mit Athleten oder mit Funktionären? Weil Sie sind ein Härter, ein Kämpfer. Das hat man in verschiedenen Porträten lesen. Sind Freundschaften zerbrochen? Ja, wo wir dann nach einem Jahr im 88 das Labor, die Akkreditierung, zurückgegeben, mir und gesagt, ich habe ein Konzept gemacht, nach 3 Monaten, und habe dort Investitionen gebraucht und Leute. Und das ist abgelehnt worden. Dann habe ich gesagt, auf diesen Bedingungen kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr Doping-Analyse machen, das ist nicht mehr seriös. Dann habe ich die Akkreditierung zurückgegeben, weil der erste weltweit, der das gemacht hat. Und dann hat natürlich dann der Präsident vom Schweizerischen Olympischen Komitee dann nie mehr ein Wort mit mir geredet. Mhm. Weil mir hat dann natürlich die Schweiz in ein schlechtes Licht gestellt. Ich habe es umgekehrt gemeint, ein Sportler, der nicht mehr mit Ihnen redet, weil Sie so ein harter Hund sind. Nein, viele Sportler sagen eigentlich sehr gerne, also wenn man jetzt die Doping-Umfrage bei den Athleten sieht, sagen die Leute nicht mehr, die Spitzathleten in der Schweiz nicht mehr weniger machen. Also, wir sollten in den anderen Ländern mehr machen, aber nicht bei uns runtergehen.
sondern raufgehen hier. Und wir sollten dort helfen. Und das ist ein ganz klares. Also das Schweizerische Olympische Komitee sieht das etwas anders. Die finden, sie sollten hier oben runter, ja, oder? Ja, das Swiss Olympic, ja. Ja, das Swiss Olympic, ja. Ja. Haben Sie denn Freunde? Ja, ja, ich komme gut mit vielen Leuten aus, aber wir natürlich auch gute Diskussionen, harte Diskussionen, die ich auch nicht nachgebe. Gut. Was kommt jetzt nach dem, was haben Sie gesagt, Mai? Ja. Nach dem Mai 18, was kommt? Ja. Also in Ihrem Leben meine ich? Ja, ja. Es ist noch nicht alles verplant. Ich freue mich auf ein bisschen mehr Zeit. Ich habe schon lange noch gut. Mal, ich lese gute Bücher lesen, Reisen ist für mich sehr wichtig. Ich will noch etwas mehr machen, nicht nur einfach nichts machen. Meine Frau arbeitet noch ein bisschen. Dann will ich sie noch ein bisschen unterstützen und nicht einfach nur auf der faulen Haut liegen. Das wäre nicht gut. Ich will noch etwas machen. Ich habe eine kleine Firma gegründet, wo ich dann Beratung anbieten kann im Bereich Qualitätssicherung. Ich mache noch eine kleine Ausbildung im Moment. Übermorgen habe ich noch eine Prüfung. Meine letzte in meinem Leben. Wo ich dann das noch ausweisen kann, dass ich es kann. Und ich würde sehr gerne in diesem Bereich Qualität, Qualitätssicherung, Ethik oder in einem Stiftungsrat oder in einem Verwaltungsrat von einer Firma, die innovativ ist, noch etwas mitgeben. Qualitätssicherung, wie mit dem Fläschchen, Qualität hochhalten, Ethik hochhalten, wie Sie es jetzt 30 Jahre gemacht haben. Matthias Kamper, ich wünsche alles Gute. Herzlichen Dank, merci, dass Sie uns sind. Wie schädlich sind die Doping? Das schädlich sind zweifellos nicht, aber wie stark schädigt sind die Sportler gesundheitlich geschädigt? Ja, es kommt sehr darauf an, was für ein Mittel man nimmt. Also zum Beispiel, wenn man das Stimulanz nimmt, das Amphetamin, das zum Beispiel beim Tom Simpson zum Tod geführt hat, das kann tödlich sein in einer Überdosis, und zwar akut. Wenn man Anabolika über längere Zeit nimmt, ist das nicht akut schädlich, sondern es ist toxisch über längere Zeit. Also wenn man zum Beispiel einen Bodybuilder für 5 bis 10 Jahre das nimmt, ist er mit 35, hat er einen Herzinfarkt, hat eine Leberverfettung und hat die ganzen inneren Organe kaputt. Das kommt sehr darauf ab, was für ein Mittel. Etwas müssen Sie vielleicht sagen, man wird impotent. Das ist vielleicht das Wichtigste, oder? Ja. Gut, bei Jugendlichen muss man das sagen. Das ist eben, das ist das stärkste Argument. Ja, das ist ein grosses Argument. Und wenn man bei Frauen geht, wird man vermännlichen, also wird rasierpflichtig und so. Also, es ist spannend. Ich muss das noch sagen, ich bin mal in einen Bodybuilding-Wettbewerb gegangen. Ich muss mal gehen, Hardcore-Bodybuilding, das ist enorm also spannend. Die werden eingestrichen mit so einer Rolle, dass sie schön braun sind. Dass man die Narben von der Akne nicht sieht, die Anabolika. Die Männer, durch die grosse Anabolika-Dose, das tut sich umwandeln in Östrogen. Also die bekommen kleine Brustwasser. Und man sieht dann Bitch-Tits, die man hat. Und die Frauen vermännlichen die nichts. Also die Frauen müssen ein Bikini anhalten, die Männer nicht. Also müssen wir dann drum umgekehrt machen. Es ist wirklich noch spannend, wenn man die Auswirkungen von den Anabolika sieht. Aber das ist natürlich ein Bereich, der nicht unter Dopingbekämpfung fällt. Das ist nicht reguliert unter Swiss Olympic. Und je nachdem, was für ein Mittel ist, kann es tödlich sein, sofort. Oder kann über längere Zeit schaden sein.